Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Rise of the Tomb Raider. Wir haben ein neues, wunderschönes Outfit. Finde ich sehr geil. Und wir haben letztens noch die Baba Yaga Quest-Reihe abgeschlossen. Ich möchte jetzt noch gerne zurück. Es gibt hier einige... Ich habe hier garantiert noch nicht alles erkundet, sagen wir es so. Deswegen mache ich mich... nochmal auf den Rückweg. Ich weiß nicht, ob wir mit ihr reden sollten oder können. Dieser Ort ist unglaublich. Hier wäre ich auch eingezogen. Ja, der Ort ist echt nett. Psychoaktive Blumen. Was will man mehr? So, jetzt muss ich kurz nachschauen. Ist ja eigentlich eher ein großer Rundgang, daher kann es mir egal sein, wo ich lang gehe. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier... Hier sind ja auch überall Pollen. Aber ich glaube, ich werde jetzt davon nicht mehr beeinflusst. Baba Yagas Waffe. Es ist eine Sense, die wie ein Hexenbesen aussehen sollte. Alles, was sie getan hat, diente auf irgendeine Weise dem Mythos. Wir finden auch lauter Zeug von Baba Yaga hier. Das finde ich geil. Munition brauche ich halt nicht. Was war das hier? Ein Tagebuch. Es gab eine Revolte. Eine Bombe. Die Einheimischen, die Feinde meiner Feinde, erhoben sich und schlugen zurück, wie wir immer erträumt hatten. Ivan und unsere Tochter hätten die Freiheit kennenlernen können, aber stattdessen sind sie tot. Getötet von den Einzigen, die uns hätten retten können. Die sowjetischen Feiglinge hier bei mir im Tal sagen, dass nichts übrig ist und wir auf Rettung warten müssen. Sie sagen, sie werden mich beschützen. Aber sie fürchten sich und die Vorräte werden knapp. Es wird keine Rettung kommen. Ich werde leben, meine Entführer nicht. Überleben ist die einzige Wahrheit in dieser Welt. Sie sind ein abergläubischer Haufen. Ich mische den Pollen in ihre Rationen. Und wenn sie nur noch weinende Hüllen sind, zeige ich ihnen ein neues Gesicht. Eins, das sie seit ihrer Kindheit fürchten. Baba Yaga, Großmutterschlange, Hexe. Sie werden sterben, schreiend vor Angst. Sie verdienen so viel Schlimmeres. Wenn ich nicht in Freiheit leben kann, überlebe ich allein in den Schatten, bis mich der Tod mit Ivan und unserem Kind wieder vereint. Also deshalb dachte sie halt, Ivan wäre tot, weil ihre eigenen Leute den Gegenangriff gewagt haben und sie halt nicht gedacht hätte, dass sie ihn... Wieso sollten die halt Ivan leben lassen? Ich meine, klar, er war einer von ihnen, aber halt immer noch eine Wächter? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Deswegen war sie einfach sicher, dass sie ihn gekillt haben. War vielleicht voreilig? Ich meine, nachfragen kann man ja. Und wieso ging sie nicht mehr hier raus? Wenn sie weiß, dass die Feinde in die Flucht geschlagen wurden. Auf einmal ist es nicht mehr so hoch. Ah doch. Alter. Okay. Wenn ich das die ganze so betrachte, mit ein bisschen Drogen, sieht es doch ganz anders aus. Ist übrigens eine neue Aufnahme. Ist schon ein paar Tage her, aber ich bin jetzt gerade ziemlich smooth ins Spiel reingestartet. Verbände haben wir ein paar benutzt im Kampf. Einfach nur, damit ich hier auf Nummer sicher gehe. Eine Karte, das... Oh. Erstmal ein Versteck, direkt plündern, ohne Karte. Und jetzt schaue ich mal nach. So, Geheimnisse aktualisiert. Wo genau ist ein... Was? Wegweiser setzen. Ich mache es jetzt einfach mal.
Okay, der ist irgendwie weiter oben. Und der hier? Hallo? Q? Hallo? Der ist auf einer Höhe weiter oben. Nee, der ist in dieser Richtung. Ich gehe außen rum. Wir haben ja auch unseren neuen Baba Yaga-Bogen mit den Pollenpfeilen. Möchte ich gerne benutzen, wenn ich die Chance dazu sehe. Erstmal die ganzen Durchgänge freiräumen. Oh. Wo bin ich denn hier wieder? Einmal im Kreis. Ach, hier bin ich runtergekommen. Ah, okay, das wäre der andere Weg gewesen. Aber hier ist gerade gar nichts. Da oben drüber gehe ich nachher erstmal dort hinten. Wow! Da ist ein Abgrund. Ich muss irgendwie hier nach oben. Ich werde wohl oder übel über das hier gehen müssen. Aber das kann ich vielleicht sogar hinkriegen. Okay, wir sind auf einer Etage höher. Wenn ich schon hier bin. Das kann ich garantiert von der anderen Seite wieder öffnen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal hier rüber. Ich versuche halt hier die Karte zu finden. Dann weiß ich ja eh, was uns noch fehlt. Okay, ich könnte jetzt hier hoch, aber ich muss hier runter. Smooth abgerollt. Okay. So weit, so gut. Ich kann hier weiter springen. Komme ich aber nur nach unten. Was ist das da? Holz. Zurück. Sollte ich können? Kann ich hier hochklettern? Ja. Boah. Mist. Boah, das ist halt... Kurz warten, ich glaube mit Anlauf. Okay. Was genau ist das hier? Das hat eine Kette, das ist irgendwie nichts mit einem Seilpfeil. Daher lasse ich es halt noch. Ach so, das sind einfach ein paar Blätter am Boden. Hier auch, bringt mir auch nichts. Jawohl. Hallo? Dieses Tal gehört mir. Ich habe den Boden bewässert und die Traumblüten kultiviert. Niemand wird eindringen. Niemand kommt heraus. Ich werde die Außenwelt nicht länger ertragen. Hier habe ich endlich die Kontrolle. Ja gut, ist auch ein Grund, um nicht mehr nach Hause zu gehen. Nehme ich, finde ich akzeptabel. Das ist einfach deine eigene Welt. Munition halt brauche ich halt gar keins. Wenn ich jetzt hier durchgehe.
Das ist die klimmbare Wand. Hier hätte ich hoch können. Und da hinten muss ich irgendwie rüber. Von der anderen Seite anscheinend. Aber die Drogen haben keinen Einfluss mehr. Aber da komme ich nicht durch. Da ist eingestürzt. Muss aussteigen. Hier oben ist was. Okay. Ein weiteres Tagebuch. Ich rede mit mir selbst. Und wenn es nur ist, um eine Stimme zu hören. Sie füllt den Raum und die Stunden. Aber ich habe nichts zu sagen. Wenn mich die Stille überwältigt, versuche ich zu schlafen. Ich träume von dem, was ich verloren habe. Ich hoffe, sie hatten einen guten Tod. Ich hoffe, dass meine Träume nur Lügen sind. Ja, die Einsamkeit ist halt hier dann doch, doch ein bisschen... Ja. Oh, okay. Wir sind wieder hier gelandet. Da unten ist wieder Holz. Das brauche ich eigentlich nicht. Ich gehe mal eins weiter hoch. Einfach nur, wenn wir gerade hier sind. Und runter können wir jederzeit. Nein! Mist. Wenn ich gerade hier bin, gibt es hier auch noch irgendwas? Wie kommt denn da unten eine... Okay, klar, weil ich ja da unten hinkomme. Hä? Da ist ja noch mehr. Ich habe ja das Areal nicht geflutet oder so. Solange nichts Wichtiges hier unter Wasser ist, ist es mir eigentlich egal. Okay. Klar. Ah, Moment. Erstmal sehe ich da vielleicht was Interessantes. Oder kann ich da einfach nur... Okay. Ich werde mal das Floß, was dort hinten ist, in diesen Durchgang reinpressen. Mal sehen, ob das klappt. Hallo? Okay. Soll wohl nicht so sein. Ich kann das gar nicht bewegen. Was macht das dann hier? Ah, vielleicht einfach nur für einen schnellen Aufgang. Schade, okay. Kurz überlegen. Ich muss wieder nach oben. Von hier hinten, darüber. Mal sehen, ob das stimmt. Ich gehe jetzt erstmal wieder... Ah, ich kann auch direkt hier. Okay. Erstmal wieder ein bisschen Drogen einatmen, wie es sich gehört. Ich will irgendwie da rüber. Dazu muss ich diesen Pfeiler hier komme ich nicht hoch. Vielleicht von oben nach unten springen, aber das wäre ziemlich krass. Und die kletterbare Wand endet hier. Da ist nichts, was ich... Oder kann ich diese Pflanzenwand klettern? Das wäre mir ziemlich neu und es... Nee, kann ich nicht, weil die würde mir golden angezeigt werden. Also von hier aus komme ich nicht rüber. Es muss einen anderen Weg geben. Und da der rechte Weg hier blockiert ist, da hinten, muss ich wohl von oben nach unten. Bedeutet noch einmal nach oben, bitte. Das wäre hier aussteigen. Kurzen Check. Ah, ich hätte auch einfach hier hochklettern. Naja, es ist alles miteinander verbunden. Also man kommt garantiert irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie lässt man sich Zeit bei dem?
Alles okay. Einfach nur ein bisschen den Überblick. Ich glaube, hier war ich schon, aber ich wollte es jetzt gerade nicht riskieren. Nee, hier war ich noch nicht. Ich habe doch geahnt, dass hier oben was ist. Gott sei Dank, wenn wir die Verstecke jetzt schon finden, muss ich nachher nicht mehr hier hoch. Aber das war's schon. Geht's hier wieder nach unten? Aha. Wir haben die Dokumente. Also, wir haben die Karte, nicht die Dokumente. Und hier den Weg freigespielt. Ja, einige gibt's noch. Was bedeutet dieser Pfeil nach oben? Soll das bedeuten, weiter oben? Ja, könnte. Aber dann müsste das hier bedeuten, auf meiner Höhe. Nee, der ist weiter unten. Ich muss jetzt ein bisschen nachschauen, dass ich hier keinen großen Fehler mache. Ich gehe zuerst mal bei dem vorbei, weil der ist auf meiner Höhe. Ja, ich muss nach oben. Oder nicht? Aha. Ich müsste das irgendwie drehen. Nur mit was genau? Auf jeden Fall nicht von hier. Kann ich von hier? Boah, ich muss hier runter. Hab ich da eine freie Schussbahn? Habe ich nicht. Aber ich kann nur von hier schießen. Also, wieso sollte ich... Kann ich das ziehen? Nee. Das hier müsste... wahrscheinlich die hier nach oben ziehen. So wie eine Art Fahrstuhl. Und ich kann das nur von hier verbinden. Auf der anderen Seite müsste es dicht sein. Und das hier ist mein einziger... Nee, auf der anderen Seite ist auch frei. Habe ich da hinten... Von dort aus könnte ich es schaffen. Wie komme ich da rüber? Ja, über die... Okay. Jetzt bloß nicht fallen, das wäre nicht so geil. Jawohl. Okay. Ich habe... etwas getan. Nach dem komischen Klackgeräusch habe ich nicht alle Welt Zeit. Ich warte jetzt nochmal. Der wird wahrscheinlich wieder runterfallen. Das Problem ist nur... das zieht zwar hoch, aber ich muss ja... Au, okay, ich habe eine... Ich muss mal was probieren. Ein bisschen Zeit habe ich ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, was ich hier tue. Nee, nicht von hier, Mist.
Von hier aus müsste ich jetzt springen können. Dann auf den nächsten und dann komme ich an diesen Vorsprung. Es müsste gehen. Eigentlich. Aber ich habe echt ein sehr kurzes Zeitfenster. Oh, okay. Also nochmal. Okay, dann habe ich diesen Trick raus. Nein. Mist. Das kostet mir Zeit, die ich nicht habe. Nein, nein, was tue ich da? Oh. Mist. Ja, geil. Nochmal von vorne. Ich muss da nach oben. Oh, genau noch im letzten Zentimeter. Aber es sollte gehen, so wie ich es denke, zumindest. Also ich hoffe es. Okay, hier kann ich mit der Leiter nach oben. Müsste kein Problem sein. Okay, soweit so gut. Ich bin wieder hier. Okay. Versuch Nummer 3. Ich will hier eigentlich runter, weil ich bin schneller. Okay, also jetzt haben wir ordentlich Zeitvorsprung. Das müsste jetzt auf jeden Fall gehen. Alter, was? Hä? Das kann es doch nicht sein. Ich habe doch gerade den schnellstmöglichen Durchgang geschafft. Und es war hier. Ich hätte von hier springen müssen und dann hätte ich wahrscheinlich direkt weiterspringen können. Aber wieso? Wieso hat es nicht gereicht? Ich kann ja nicht auf die abspringen, oder? Von dort. Ich kann jetzt von hier die nehmen, um da runterzukommen. Das ist der schnellere Weg, aber von dort da hoch und dann einmal drehen lassen? Bin ich da schneller? Kann ich das überhaupt? Weil die sind halt doch ein bisschen weit oben. Nee, da komme ich niemals hoch. Obwohl, ja, obwohl. Es sind nicht alle in der gleichen Höhe. Den hier kann ich nehmen. Die anderen zwei nicht. Ich muss das noch mit dem timen. Da kommt er. Nein. Mist, das war der falsche. Kann ich den jederzeit zurücksetzen? Kann ich, okay. Ich warte nochmal, dass der hier rotiert. Ich weiß nicht, doch, der müsste vielleicht doch noch ein bisschen, ein Ticken schneller sein als der ganze Fußweg. Und von dort, ich hoffe, dass ich mit dem darüber kann. Es sieht machbar aus. Nein, nein, halt dich. Oh, Gott sei Dank. Oh. Okay. Jetzt darf ich nur nicht irgendwie verkacken und runterfallen. Nein! Ob das noch klappt? Vielleicht hätte ich es machen können, wenn ich ein bisschen knapper gesprungen wäre. Ja, es war so. Ja. Es wäre gegangen. Ich muss es über das hier machen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Und ich muss halt wirklich auf dem letzten Zentimeter abspringen. Es ist halt sehr knapp. Aber nicht, dass ich jetzt den falschen... Ja, hier. Von denen kann ich nicht nehmen, oder? Nee, der ist zu hoch. Der nächste, der ist auch zu hoch, glaube ich. Ja. Na, nein, nein, was tue ich? Ja, gut. Mist. So kann man es auch lösen. Rätsel gelöst, würde ich sagen. Ich gehe nach Hause. Okay, gehen wir halt mal einen anderen Weg. Ja, vorsichtig beim Klettern. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Na gut. Die Bauarbeiten am Schrein dauern an. Wir haben beschlossen, unseren Schrein über dem Tal zu errichten, hoch in den Klippen über dem Fluss. In den unteren Teilen des Tals, wo wir die Steine brechen, haben wir einen Aufzug konstruiert, um Fracht direkt zum Schrein zu bringen. Trotz all unseren Erfolges bisher kann ich die bösen Omen nicht ignorieren. Das zweiköpfige Wolfsjunge, das ich tot im Wald gefunden habe, oder die seltsamen Geräusche bei Nacht, die niemand identifizieren kann. Und der Mord. Der erste in unserer neuen Stadt. Zwei Wandergesellen wurden nach dem Einsturz einer Seitenpassage vermisst. Doch zwei Tage später tauchte einer wieder auf, wild fantasierend und vom Blut seines Begleiters besudelt. Gewalt ist uns nicht fremd. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir eine verbotene, unsichtbare Schwelle überschritten haben. Ist das hier jetzt von den... Es ist griechisch, also ist es von den Machern, nicht von den Invasoren, also von den Russen. Hier ist gar nichts weiter. Ich habe hier einfach was gefunden. Ja gut, das wollte ich euch noch zeigen, ne, dass man hier was... Hier gibt es ja was, deswegen bin ich kurz runtergesprungen, um den schnellstmöglichen Weg zu wählen, natürlich. So. Noch einmal von vorne. Alter, ich will das Zeug da oben. Es muss doch möglich sein. Ich nehme wieder den Weg, der ist doch ein bisschen schneller. Okay. Abspringen. Kurz warten. Dass der wieder an der alten Stelle ist. Dann... Ich muss auch ziemlich knapp schießen. Obwohl, das habe ich letztes Mal auch ziemlich knapp gemacht. Also... Okay. So weit, so gut. Ich muss jetzt einfach den Sprung irgendwie hinkriegen. Also im letzten Moment abspringen. Boah, das wird... Es muss machbar sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sprung nicht geht. Ja, okay. Also, nee, knapper Springen geht nicht.